Guten Tag, meine lieben Freunde, und ich bin kaputt hier. Mann, Hawk, der schlägt mich wieder hier. Meine Güte. Komm, Hawk, ich habe zwei Herzen. Bitte lass es, bitte lass es, bitte lass es, bitte lass es. Nein, nicht getroffen. Ja, komm. Okay, ich ist nur wirklich. Also, willkommen zum nächsten Part des Let's Play Together von uns. Hallo, auch von mir. So, wir haben mittlerweile in den letzten Folgen schon wieder etwas mehr geschafft hier. Und so langsam nimmt es ein wenig Form an. Würde ich sagen. Und wir haben natürlich sau viel hier Cobblestone in den letzten Folgen geholt. Und ja, jetzt brauchen wir Köhlchen. Noch ein bisschen was. Hier noch ein Steck rein. So, Kohle fehlt wieder. Und hier ein Steck. Köhlchen machen wir. Genau hier. So, hier ist genug. Hier, warte, oder? Hab ich die jetzt nicht genommen? Na ja. Okay. Hawk, bist du auch noch da? Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen viel, egal. Ich bin auch am Craften gerade, deswegen bin ich so ruhig. Ah, so, ich hab gerade gedacht, na egal. So, hier, wow. Ich drücke mal einmal Escape zu viel, beziehungsweise dreimal jetzt schon. Mann! So. Stone haben wir jetzt wieder mal etwas vorrätig. Und jetzt machen wir da hier ein paar Schlaps. Jetzt können wir sogar fast ein Stack machen. Fast 6 Stacks machen oder wie auch immer viel das ist. Und dann geht er hier aufs Dach. Wenn man mal überlegt, wie viele Slabs ich jetzt brauche. Wie sieht deine Traumwohnung aus? Meine Traumwohnung? Ja. Wenn du... Ach ja, und wir, wollte ich noch kurz sagen, ist mir gerade eingefallen, wir behalten uns natürlich Sport zu irgendwas zu halten, ne? Was? Nee, nix. Wir behalten, okay. Na egal, was auch immer du jetzt erwischt. Ja. Um das jetzt mal so ein bisschen hier wieder zurück zum Thema zu kommen. Traumwohnung. Man muss mal ein bisschen überlegen. Traumwohnung. Also. Oh scheiße, jetzt habe ich einen Knopf gemacht. Mann! Traumwohnung. Du siehst. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich sag jetzt mal. Ach, fang du einfach mal an. Meine Traumwohnung ist eigentlich ganz simpel. Einfach ein normales eigentlich. Was so ein normales Haus wie halt modernes, normales Haus, jetzt kein Kasten, sag ich mal. Kein Kastenhaus, sondern halt schon halt modern. Und es sollte auf einer Seite ein großes Panoramafenster haben. Mhm. Also als Decke einmal so ein Glasfenster und dann halt hier so ein Eckfenster halt aus Glas. Ja. Wo man dann so schön seinen Computer entpflanzen kann und dann, wenn man aus dem Fenster rausguckt, dann so auf die weite Landschaft guckt. Jo, aber bitte nicht vor einer Straße oder Hauptstraße oder so. Entweder vor einem Wald oder vor einer Wiese oder so. Also. Willst du später mal in der Stadt wohnen? Also ich nicht. Das hätte ich jetzt auch nicht gefragt. Vielleicht als Student eine Wohnung erstellt, aber so ich dann allgemein nicht. Also, nee, also ich nicht. Ich meine, als Student hast du da viele Vorteile. Und ich warte, ich mal eben noch die Reihe zu Ende und dann gehen wir mal wieder rein. Ich meine, hast du alles näher dran oder so, aber so allgemein, nö. Ich meine, ich bin auf dem Land aufgewachsen, du auch, also das kann ich jetzt schon mal vorhin. Und da finde ich es eigentlich auch am schönsten. Muss ich mal sagen. So, warte, ich bin sofort fertig. Bevor mir jetzt wieder hier irgendein Creeper alles in die Luft bombt. Und dass diese letzte Technik da hinten. Ich komme. Liegst du schon in der Haie? Nein. Ich muss mein Bett noch bitte. Also. So. Wir sind wieder auf Säure. Und weil ich, bevor jetzt gleich hier irgendwas BAM macht.
Ah ja, okay. Und da hinten nehmen wir einen Creeper, bevor die nachher so hinkommen, gehen wir zu denen. Und ach genau, es wurden ja. Oh nein, Mist, Nick. Es wurden jetzt die Sounds auch überarbeitet hier in der 1.4er Version, ne? Ja. Finde ich nicht so ideal. Okay. Finde ich nicht gut. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Skelett oder so schlägt, dann hört sich das irgendwie so an, als ob man gegen eine Rostdose hämmert oder so. Fick, Rostdose. Ja, oder keine Ahnung, irgendwie so komisch, so ungewohnt. Ja. Also, naja. Vielleicht auch mal so als kleines Thema zwischendurch. Was hältst du eigentlich von der mobilen Version von Minecraft, also der Pocket Edition? Jetzt. Ach du. Das alte Minecraft, es ist jetzt nicht das Minecraft, wie man es hier sieht, sondern schwer zu warnen. Also ich finde es eigentlich ganz praktisch. So für zwischendurch, wenn man irgendwie was bauen möchte oder so. Mhm. Aber wenn man die normale PC-Version gewöhnt ist, findet man schon ein bisschen scheiße, sag ich mal. Jo. Wobei man sagen muss, der Fork spielt jetzt auf einer, da hat nicht, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also du spielst sie ja auf deinem iPod und ich spiele sie auf dem iPad, also da ist was größer. Und hier ist übrigens, by the way, ein Skelett, das können wir mal schlagen, mal sehen, ob wir das jetzt hören. Oder ob sich das bestätigt, was ich meinte. Ja, schießt es. Irgendwie so klapperrostig. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist irgendwie so ein komisches Geräusch. Ja, also ich habe sie jetzt, wie gesagt, in etwas größer als davor. Und ich spiele sie jetzt seit einer Woche ungefähr. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Naja. Warte, welche Folge ist das jetzt eigentlich hier mal eben zum Fragen, die wir aufnehmen? Okay, das ist die mit, ja, hier wo wir wollen. Aber egal, war nur noch, ich muss mal gucken, wie lange wir aufnehmen. Beziehungsweise nicht wie lange, welche Folge wir schon hatten. Aber egal, also ich mag die wirklich, die Pocket Edition. Ja. Und mir gefällt sie, ist halt ein bisschen anders als Minecraft. Genau. Es ist wirklich anders, weil das normale Minecraft gebucht. Genau. Und vor allem, ich habe keinen mobilen Laptop, also oder keinen mobilen Computer. Ich habe also jetzt einen stationären Computer. Von daher ist das für mich ganz gut, weil das iPad ist für mich auch der Ersatz zum mobilen und da läuft halt nicht so Minecraft wie auf dem Computer drauf, sondern halt die mobile Version im Sinne von der Pocket Edition. Und von daher, wenn ich mal unterwegs bin, macht ihr auf jeden Fall Bock. Jo. Ist so mein Mann. So, jetzt haben wir immerhin die erste Seite hier fertig vom Dach. Creeper, was machst du hier in meinem Haus? Fuck you, bitch. Okay, ich habe jetzt schon direkt Mist gemacht. Nein, aber was ich überhaupt nicht mag, ist, dass wenn man ein Slab abbaut, dass dann manchmal irgendwie zwei abbaut. Das nervt. So, jetzt muss ich mich hier so ein bisschen an der Kante strauen. Ach, scheiße. Bam, 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 bam. So, jetzt aber. Den lasse ich jetzt frei, damit wir hier noch gescheit hochkommen. Vielleicht von hier? Wie habe ich das denn hinten gemacht? Weiß ich ja nicht mehr. Hä? Ich mache gerade irgendeinen Kack hier. Also wie das... immer. Nein, nicht wie immer. Hä? Was mache ich hier? Beziehungsweise, so? Das ist jetzt... Boah, das regt auch irgendwie auf. Manchmal backen sich die Slabs dann auch auf die falsche Stelle. Wenn man die oben an den Block dran macht, dann sind die auch immer unten. Ach, und jetzt kommt man. Das ist aber hoch. Dann irgendwie nur hier so. Also, irgendwie war das noch nie. Ja, was heißt wagen? Also, wenn man die baut, dann sind die auch immer auf der anderen Seite. Ja, gut.
Mann, ich flieg hier immer runter, das gibt's nicht, ey. Wie hab ich das denn auf der anderen Seite gemacht, verdammt? Habe ich das jetzt richtig gebaut oder habe ich jetzt irgendeinen Kack gemacht? Ich muss mal gucken gehen, irgendwie bin ich gerade ratlos. Okay, da habe ich das so abgerundet. Und rat mal, was ich gerade mache. Was du gerade machst? Ja. Ich überlege gerade, was ich hier mache. Ich habe eine komplette Reihe hier zu viel. Ach. Nee. So. Bam, 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 bam. Und da komme ich natürlich wieder nicht dran. Ein Anbau, ein Anbau, ein Anbau. Wo denn jetzt? Bei dir oder bei mir? Bei mir. Noch ein Anbau. Ach du Scheiße, was willst du jetzt noch mit dem Anbau? Dein Kasten ist doch riesig hier noch, oder? Ja. Nein, hier hinten kommt, was kommt hier hinten rein, was ich mir vorgenommen? Genau, ein Enchantment. Oh. Ah ja, okay. So, ich hatte jetzt, ich meine Leben sind gleich leer, so viel, so oft wie ich hier runterspringe. Mensch. So, jetzt wieder, war gerade kurz wieder konzentrierte Phase hier. Ah, jetzt gehe ich wieder hoch hier. Und jetzt, ich bin doch doof, ey. Renn ich aufs Dach und fall direkt wieder runter. Jetzt ungefähr 5-mal hintereinander. Nee, egal. Jetzt aufs Dach, jetzt nicht runterfallen. Mir fallen keine Fragen ein, Mann. Die haben wir jetzt auch schon in dieser Aufnahmesession schon einige beantwortet. Oh ja. So, 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 und so. Obwohl, die kann ich jetzt erstmal ab. Ach, egal. So, nein, Mann. Ich war schon wieder hier. Ein nach dem anderen falschen. Einen Block nach dem anderen. Und wieder runterspringen, weil irgendwie kann ich es nicht sehen, wenn man die Blöcke, die man gerade braucht, auch wenn man davon 1000 hat, da so rumschimmeln und dann vergammeln. Wenn man sowas. Verstehe, also das habe ich jetzt verstanden. Naja, egal, auch irgendwie nur dünnsches Bullshit. Wie auch immer. Und ich. Oh Mann, ey. Ach, die reiße ich mal anders ab, ja, da habe ich jetzt keine Lust. So, dumm, dumm, dumm. Ich mach vielleicht erstmal hier wieder den äußeren Rahmen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Habe ich das jetzt? Nee, den reiße ich jetzt hier mal ab, weil der irritiert irgendwie nur der Block hier. Vielleicht auch euch schon. Der kommt dann am Ende nochmal da drum oder diese Reihe. Uah. So. Fallen dir noch Fragen? Nö, jetzt eigentlich nicht direkt. So, 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 so und so. Was hältst du von dem neuen S 2013? Ich habe nichts verstanden, das hat gerade gelegt. Toll. Was hält von dem neuen LS 13? Ach genau, ich find's geil. Muss ich so sagen. Ja. Also, das ich auch. Na, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr so die LS-Zocker seid, also Landwirtschaftssimulator, dafür steht das. Ich habe es mir nicht gekauft bis jetzt. Ich muss so auf was anderes sparen. Auf ein neues Handy. Oder was heißt, ich spare, mache es einfach so. Und ich fliege hier schon wieder runter. Na, also es gibt viel mehr. Also der LS 2011, irgendwie fand ich den nicht so prickelnd. Also den habe ich ja auch aktuell. Aber den 2.9er, den fand ich irgendwie dann cooler. Der hatte mehr Features. Ich meine, da kam jetzt bei. Jetzt LS die Kühe 2011 dazu, aber irgendwie dieses Mal gibt es da viel mehr Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und so. Also dieses Mal finde ich es wieder richtig geil. Auf jeden Fall. Oh nee, manchmal, da könnte ich mich nur selber schlagen hier. Ich hier für Mist mache. Ich fange einfach hier von der Seite an und mache das jetzt von unten. Dann kann ich nicht runterfallen. So. Ach, jetzt habe ich die Reihe auch schon mitgebaut hier. Fuck. Alter, was ist denn? Was geht denn jetzt mit meinem PC ab? Da ruckelt der oder was? Oder ruckelt Minecraft? Ja, auf einmal hat nur noch geruckelt und eben gerade lief flüssig. Aber... So. Bam, bam.
So. So, jetzt mal nur noch eine so. Frage an den Hawk eben. Also, das interessiert euch nicht so. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ah, das ist eigentlich recht Wurst. Ist das jetzt die letzte Folge oder machen wir dann auch noch eine? Weil mein Mund ist wieder. Wie viele haben wir denn jetzt? Keine Ahnung, weiß nicht genug. Mein Mund ist wieder trocken gebrabbelt von irgendeinem Mist. Oder mit irgendeinem Mist. Jetzt wird schon wieder dunkel. Je nachdem, wie viel Uhr wir haben. Wir haben jetzt 11. Quatsch, wie viele Folgen schon? Ich meine, wir schreiben auch wieder Klausuren. Ja, stimmt, wir schreiben jetzt ganz schön viele. Also lieber mal auf Mathe aufnehmen. Obwohl, ich würde sagen, ja, komm, dann machen wir noch eine jetzt danach. Nach der hier. Und dann würde ich sagen, machen wir für diesen Tag Schluss. Ihr merkt ja eh nichts davon. Aber wir halt schon. So, und machen wir die. Boah, die reichen noch hier eben zu Ende. So. Ich finde es erstaunlich, dass ich schneller vorankomme mit meinem riesen Gebilde als Nils. Ey, wieso schneller vorankommen? Ja, okay, du setzt die ganze Zeit. Ja, was heißt schneller? Ich bin jetzt schon bei der Umdung, also. Ja, schön. Ja, gut, ja, da ist recht, schneller kann man es nicht nennen, aber. Ja gut, aber auch selbst wenn wir gleich schnell sind. Ach, das ist kackegal. Ja. Hallo. Na komm. Na klar, es ist kackegal, genau. Kackegal, aber einfach nur so, ne? So, das war's aber jetzt von der Folge. Endgültig, wir sind wieder ein bisschen überzogen. Wir legen uns jetzt ins Bett. Und ich würde sagen, dann bleibt uns nur zu sagen, schau beim nächsten Mal wieder rein. Hoffentlich gebt ihr eine Bewertung ab oder wenn es euch natürlich gefallen hat. Naja, jetzt habe ich wieder irgendeinen Mist gelabert und ich würde sagen, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann und tschüsseln. See you later. Okay, bis dann. Tschüss.